Weiter geht's mit Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge haben wir die Entern geheilt von ihren komischen und starken Kopfschmerzen. Und wir haben außerdem seit neuem ein neues Pokémon in unserem Team. Und zwar Scorpio, welches ein Pionskora ist. Und es kann hier anscheinend nicht weiterlaufen. Ah doch, kann es. Ich bin noch nicht weit genug. Okay. Wir sind hier oben auf dieser Route, wo die Entern uns versperrt haben. Doch jetzt können wir hier lang. Und hier verstecken sich Trainer. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Da ich aufgeflogen bin, bleibt mir nur der Kampf. Okay, die sind hier sehr, sehr, sehr gut versteckt im Vergleich zum Original. Im Original hat man die viel besser gesehen. Hier ist es schwierig, weil hier überall Schattierungen sind. Und ganz viele Shaders und alles. Deshalb ist es ein bisschen schwieriger. Und, auf dieser Route, meine ich, kann man auch Entons finden. Und ich wollte auch eigentlich, hatte ich geplant, bevor ich das Display angefangen habe, dass ich ein Enton ins Team tue, als ein Wasser-Pokémon. Aber ich habe mich aus mehreren Gründen dafür nicht entschieden. Also klar, man kann Enton schon seit ganz am Anfang des Spiels fangen und dann können die es auch schon ins Team tun. Also wäre nicht der Grund jetzt gewesen, dass es erst so spät kommen könnte. Ich hätte es ja auch schon seit Anfang an haben können. Ich gehe diesen Kampf gerade überhaupt nicht klug an, aber ich will einfach nur ein bisschen reden. Weil die Kämpfe sind sowieso nicht schwierig. Guckt euch deren Level an und dann meine. Naja, wie auch immer. Ich schweife ein bisschen ab. Ja, Enton wollte ich eigentlich ins Team tun, aber dann habe ich mich doch für, Tails entschieden. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte Bäuerlin vielleicht einmal im Team oder so. Und ich wollte halt schon immer richtig im Team haben und ich hatte es halt nie. Und, nie so wirklich. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach nochmal einen Tails in meinem Team haben. Nochmal einen Bäuerlin. Aber ich werde bestimmt in irgendeinem Let's Play irgendwann mal einen Enton ins Team tun. Bin ich mir ziemlich sicher. Enton habe ich persönlich noch nie wirklich richtig benutzt. Ich hatte noch nie eine Nuzlocke benutzt oder so. Ich habe es nie wirklich richtig benutzt, obwohl ich es mag. Obwohl, die Weiterentwicklung Enton habe ich bestimmt irgendwann mal benutzt. Weil ich kann mich da an ein paar Sachen erinnern. Aber Enton selber habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Fällt mir zumindest nichts ein. Aber ja, unsere Aufgabe ist es heute, nach Alysses zu kommen und der Großmutter von Cynthia den Talisman zu überreichen. Ich gestehe meine Niederlage ein. Okay. Für ein kleines Kind bist du aber ziemlich gut gewesen. Meine Tarnung ist aufgeflogen und jetzt? Soll ich nach Herzhofen zurückkehren und mir die Superwettbewerb schauen? Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Mach, was du willst. Oh, ja, hier sind sehr viele Pokémon, weil... Oh, oh mein Gott! Schanera! Oh mein Gott, das Ding ist voll selten! Schanera ist voll selten! Aber ich kann sie schwächen, ich meine... Ich mach Wanted wahrscheinlich. Kann ich's fangen? Ich könnte einen Flottball versuchen. Ja, komm. Es ist ein Schanera, come on! Schaneras sind immer selten. Moment, ich hab doch... Okay, das war gerade ziemlich dumm. Ich merke gerade, wir haben doch ein Ei ausgebrütet, wo dann ein Vonera rauskam. Also brauche ich Scharniere doch gar nicht, wenn ich das doch entwickeln könnte. Dann lassen wir's. Fällt mir erst jetzt ein. Oh Mann, das war ziemlich dumm. Da habe ich schon einen Ball verschwendet. Naja, das kann mal passieren. Wir heilen mal erstmal unser Scorpio. Der hat ein bisschen einstecken müssen. Das ist mal ein Supertrank, weil ich keine normalen Tränke mehr übrig habe. Er schläft. Also brauchen wir den Aufwecker. Den einzigen, den wir haben. Hier, den Wecker. Ein Wecker in einer Flasche. Ich weiß zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ziemlich interessant. Und ja, ich meine, diese Route war eigentlich vernebelt. Man brauchte eine VM, also TM, VM, whatever, um diesen Nebel wegzubekommen, aber anscheinend nicht. Ich bin ziemlich verwirrt gerade. Ich kann mich daran erinnern, dass diese Route voll mit Nebel war. Aber vielleicht irre ich mich auch. Das kann sein. Und ich finde, die Animationen sind viel schneller, wenn man seine Pokémon, also das war gerade an der obersten Stelle hat, wenn man das als erstes, wenn man das draußen mitläuft und das als erste Stelle ist, dann gehen die Kämpfe ein bisschen schneller. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Da ich aufgeflogen bin, bleibt mir nur der Kampf. Aber wie hast du mich denn überhaupt gefunden? Naja. Hier ist es zwar, wie gesagt, schon schwieriger, die zu finden, aber einfach an so ganz dunkle Grasstellen suchen. Einfach nach so Grasstellen suchen, die so ein bisschen dunkler sind.
War auf dem DS auf jeden Fall viel einfacher. Da gab es ja kein Shading und alles. Was mache ich gegen Skunkaboo? Ich guck einfach rechts auf der Seite. Das hilft mir. Weil ich will nicht nachdenken, ich will über Themen reden. Oder was heißt Themen? So Smalltalk oder Longtalk. Irgendwie sowas. Ja, ist natürlich kein Muss, gegen die zu kämpfen. Ich mach's halt nur, weil ich im ganzen Let's Play immer gegen alle kämpfen will. So einer bin ich. So was mache ich. Wow. Und du, was bist du für einer? Du bist ein... Ja, weiß ich nicht, ein besiegtes Kind. Um es mal ganz nett auszudrücken. Nice, Level up. Aber ein paar andere unserer Pokémon müssen auch noch leveln. Es war mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Cool. Endlich die Anerkennung, die ich verdiene. Pokémon-Trainer können wirklich alles aufspüren. Ich glaube, ich sollte mal einen Schutz einsetzen, damit hier nicht die ganze Zeit Pokémon auftauchen, die wir schon 20 Mal gesehen haben. Ah, jetzt tut mir das wirklich weh, dass ich diesen Flottball verschwendet habe. Weil Flottbälle sind jetzt nicht wirklich so nicht selten. Die sind schon ziemlich selten, würde ich sagen. So, Schutz funktioniert einfach so. Sprayen und das war's. Jetzt haben wir für ein paar Schritte Ruhe von Pokémon. Außer dass Pokémon auf unserer ersten Stelle ist zu niedrig vom Level her. Aber die sind ja alle Level 20, mein Pokémon ist Level 36, also werden wir keine Probleme haben. Aber ich würde es mal nur gesagt haben. Nicht, dass ihr denkt, oh, Schutz, damit diese starken, wilden Pokémon nicht mein schwaches Pokémon angreifen. Das funktioniert so nicht. Dann tut euer schwaches Pokémon auf eine andere Stelle. Aber wo ist denn jetzt dieses dritte Kind oder ist das oben? Ja, nee, hier ist es nirgendwo. Oder hier? Nee. Sieht so dunkel aus. Ist es vielleicht oben? Ihr seht, wie kurz dieser Schutz ist. Ich habe das Gefühl, der ist von Teil zu Teil immer schlechter geworden. Ja, okay, hätte ich jetzt doch ja drücken müssen. So, ich verschwende erstmal die kurzen Schutzdinger. Hyperball. Sehr cool. Die sind nämlich noch ein bisschen teuer für uns. Ah, ich wollte schon sagen, hier ist der Nebel. Aber hatten wir nicht eine TM bekommen, auflockern oder so? Hatten wir die TM auflockern nicht bekommen? Nein, tatsächlich nicht. Können wir dann hier überhaupt durch? Ich meine, ja klar, du kannst hier schön raten. Auf dem DS war das übrigens so, das war echt lächerlich. Du konntest wirklich noch vieles sehen, also zumindest habe ich es immer geschafft, hier noch durchzukommen, auch wenn es lange gedauert hat, weil die Pokémon hier echt häufig reinkommen. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt angehen werde. Ich mach mal ganz kurz eine Überlegung. Ja, ich bin wieder hier im Großmoor. Ich hätte das wirklich zeigen sollen, als ich das erste Mal hier im Großmoor war. Was muss man machen für die TM, VM, was auch immer, fürs Auflockern? Mit ihm hier reden. Die habe ich während des Safari-Spiels gefunden. Er ist aber, der hat die TM gefunden, gibt die uns dann und das ist halt die TM auflockern. Und das können wir jetzt einsetzen. Und jetzt habe ich dafür nochmal 500 Poké-Dollar verschwendet. Ja, hier im Großmarkt kann man übrigens auch Pionzucker fangen. Und machen wir weiter. So, und nun mit auflockern können wir hier durch ohne Probleme. Ah, und Staraptor hilft uns wieder. Also es sind offiziell Bidiza und Staraptor die Vollsklaven von dieser Gen. Okay, sehr interessant. Und der will kämpfen, oder? Könnte ich die Verämmer-Attacke auflockern einsetzen, würde ich damit für besseres Wetter sorgen. Wie es geht? Na, ein Vogel-Pokémon steckt mit den Flügeln und löst so den Nebel auf. Okay. Boing. Jetzt habe ich dich überrumpelt. Das war mein Plan. Während du dich vom Schreck erholst, habe ich mir den Sieg. Oh, oh. Naja, hat mich nicht erschreckt. Ich hab's halt... Der stand mitten im Weg. Ich meine, den hat man doch gesehen, oder? Zubat. Den sieht man nicht so oft. Zumindest nicht mal in den neueren Spielen. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein neues Spiel. Aber trotzdem. Früher habe ich es auf jeden Fall ziemlich gehasst. Heutzutage denke ich mir, das ist ein ganz nettes Pokémon. Habe ich nichts gegen, auf jeden Fall. Oh, er hat auch einen Pionzcura. Okay. Aber wisst ihr, was effektiv gegen einen kleinen Käfer ist? Ein Flammenwerfer.
Und Tricky ist genau das. In Person. Aha, da ist schon irgendwas mit gegnerisches Pokémon hat Angst oder so von Tricky. Solltest du auch. Pam. Ich bin einfach viel zu overlevelt. Das ist einfach nicht mehr lustig. Du, level up. Ja, Tricky muss als einziges noch ein bisschen leveln. Damit alle Level 37 erreichen. Aber das Wichtigste ist, dass wir alle Level 40 erreichen. Ist bestimmt dann gut für die richtig krassen Kämpfe. Die übrigens, es gab schon lange keine mehr. Aber ich kann euch schon spoilern. Bald kommt da bestimmt noch was. Irgendwas Schwieriges. Irgendwas, wo... Naja. Den man nicht... Wo man nicht jedes einzelne Pokémon wegsweept. Vor allem hatten wir auch in der Stadt mit der zweiten Arena, also die Pflanzenarena, da hatten wir auch Probleme. Nicht unbedingt mit der Arenaleiterin, aber in diesem Team Galactic Gebäude. Und das hatten wir bisher irgendwie noch gar nicht mehr. Jetzt sind wir irgendwie viel zu stark. Hoffentlich wendet sich noch das Blatt. Was ist hier los? Du bist ja kaum aus der Fassung geraten. Ja, vielleicht solltest du dich besser verstecken. Hier in der Ecke zum Beispiel wäre ein guter Plan hier. Wenn du dich nicht ein bisschen mehr erschrickst, lohnt sich für mich das Verstecken doch gar nicht. Tja, ich bin ja nicht die einzige Person auf diesem Planeten, der hier durchläuft. Du, du! Okay. Das ist nur, damit man nicht durchs Gras muss. Okay. Oh, okay, der hat sich aber richtig gut versteckt. Als Ass-Trainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren, egal ob ich gewinne oder verliere. Die hat sich richtig gut versteckt. Oh mein Gott, die habe ich wirklich nicht gesehen. Cora. Du. Ein Ponyta. Vermisst, ich habe Pion Scora vorne. Ich muss schnell rausquitschen. Ja, eigentlich wäre Tails am besten, ne? Ich habe irgendwie in letzter Zeit nicht mehr viel über die Musik gesagt, aber... Ich meine, was soll ich zu der Musik sagen? Sie ist gut. Nicht so gut wie damals, aber es ist trotzdem gut. Man kann es sich anhören und immer noch mitsingen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ist immer noch gut. Du. Hast du noch einen Ponyta? Nee, oh, ein Shaker rein. Interessant. Ein Shaker rein habe ich jetzt nicht erwartet. Tja. Wer wird wohl stärker sein? Nicht mal Level 30 Chalkereien oder fast Level 40 Magma? Ja, also ich glaube, wer das nicht richtig antworten konnte, der ist ein bisschen hohl im Kopf. Nice! Das waren aber ziemlich viele Erfahrungspunkte. Das ist doch schön. Nein, ich hab verloren! Tja. Sich gut verstecken können reicht wohl nicht. Was fällt dir ein? Los, geh schon! Okay, sorry. Hi, ihr wollt kämpfen? Ja. Hier kommt ein Trainer, bist bereit, Ede, los geht's! Sieh hin, Ines, ich werde alle Tricks einsetzen, die du mir beigebracht hast. Okay. Ihr beiden, was habt ihr denn so? Raichu? Garados, mal wieder? Aber ein Raichu. Schon ziemlich cooles Pokémon, auch... Ich bin auch ziemlich stolz, dass du dein Pikachu Donnerstein gegeben hast. Das machen nicht viele. Leider muss ich es vergiften. Das könnte mir nämlich Probleme machen und Gyarados muss ich auch leider verwirren. Leider Gottes muss ich das tun. Für meinen eigenen Vorteil. Und nicht Hinterteil, Vorteil. Nice, beides funktioniert. Ich meine, ja, die sind nicht hoch gelevelt, aber es sind trotzdem voll entwickelte Pokémon, beides. Deshalb machen die auf jeden Fall mehr Unterschied als die Trainer, die wir sonst immer bekämpfen. Außerdem können wir hieraus mal einen interessanten Kampf machen. Chaterra passt ja eigentlich ganz gut rein.
Und du kannst ja mal Psystrahl hier einsetzen. So, Psystrahl. Wie viel Damage macht das? Na? Warum setzt nicht Bürde ein? Ach, bin ich blöd! Ach, ich bin nicht blöd. Warum setzt nicht Bürde ein? Ja, jetzt habe ich es auch gecheckt. Das schreiben wahrscheinlich schon alle. Ey, Mike, du bist so blöd. Warum setzt nicht Bürde ein? Ja, ich hab's gecheckt. Nein, niemand schreibt das, aber trotzdem. Ich hab's gecheckt. Das war ziemlich dumm von mir. Von mir war das ziemlich dumm. Bye, bye. Pow. Und tschüss. Bei Bürde macht ja mehr Schaden, wenn das gegnerische Po... verfehlt. Mist. Ja, aber Bürde macht ja mehr Schaden, wenn das gegnerische Pokémon einen Statuseffekt hat. Und es war ja vergiftet, das Raichu. Ah, ich tue mal Scorpio rein. Oh, das ist aber blöd. Das ist alles nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Scorpio, ich hoffe, du kannst helfen. Nachthieb zum Beispiel könnte hilfreich sein. Wenn es ordentlich Damage macht, aber das sollte eigentlich auch schon genügen. Nein, tut's aber nicht. Tut das dann genügen? Ja, guter Junge. Guter Junge. Gut gemacht. Und Level Up. Oh, Synthese. Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. Ja. Das ist das einzige Hindernis bei dieser Attacke. Man könnte jetzt überlegen, wenn man lieber Egelsamen haben oder Synthese. Bei Egelsamen ist das halt, du kriegst weniger Leben, aber die Leben, die du bekommst, kommen von deinem Gegner abgezogen. Aber bei Synthese ist es einfach so, vom Wetter her. Egal, also je nachdem, wie gut das Wetter ist oder wie schlecht das Wetter ist, kriegst du halt Leben zurück. Wenn du zum Beispiel Sonne hast, kriegst du fast dein ganzes Leben wieder zurück. Und bei, weiß ich nicht, Regen oder bei Nebel jetzt auch zum Beispiel, kriegst du nicht so viel. Und da wir sowieso in letzter Zeit hier in so einem Nebelgebiet sind, denke ich nicht, dass wir das brauchen. Allgemein bin ich auch ein größerer Fan von Egelsamen statt Synthese, weil... ja... Egelsamen ist hilfreicher, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Aber ich bin ein bisschen größerer Fan von Egelsamen. Dabei sieht Ede doch zu mir auf, wie beschämend. Wie kann es noch stärker als Ines sein? Naja, Ines ist schon ziemlich stark, aber... naja. Ein Pokémon, ehrlich, nur eins? Tut mir leid, Ede, ich bin dir kein gutes Vorbild. Selbst wenn ich den stärksten Trainer aller Zeiten treffen könnte, ich würde trotzdem lieber weiter von Ines lernen. Oh, hi. Du scheinst von deinem Talent überzeugt zu sein. Mal sehen, ob zu Recht. Hm. Ja. Ja, ich denke schon. Moterpel? Ich finde Moterpel ein bisschen underrated. Moterpel ist auch wieder so ein Pokémon, was ich durch dadurch kennengelernt habe, dass ich es halt als Figur hatte. Nein, ich habe schon wieder gedriftet. Verdammt. Stick driftet. Ist nicht meine Schuld. Egal, das war Teil des Plans. Nee, Moterpel ist auch so ein Pokémon, was ich nur durch, nur als Figur kenne, weil ich es halt als Figur hatte. Und ich weiß nicht, ich sehe niemanden Moterpel benutzen. Ist das irgendwie schlecht oder so? Ich weiß nicht viel über Moterpel. Ich habe nichts dagegen. Ich verstehe nicht, warum das niemand benutzt. Oh Gott, entwickel doch bitte mal dein Onix, ey, ganz ehrlich. So kann es nichts. Mein Gott. Ja, Level 26 Onix kann es vielleicht ein paar gute Attacken. Aber du setzt sowieso nur Erden ein. Denkst du wirklich, das wirst du noch überleben? Denkst du wirklich, das wirst du überleben? Ich hoffe nicht, dass du das denkst. Oh, da wird es überleben. Die Attacke macht weniger Damage, als ich dachte. Das ist ein bisschen beschämend. Junge. Greif mich an! Hallo! Hast du Angst vor mir? Ist das hier für ein Test? Oh mein Gott.
dachte, ich könnte durch den Härtner durch. Nee, kann ich nicht. Da macht der NASA-Rakete sogar noch mehr Sinn. Und hey, er hat mich angegriffen. Immerhin, etwas. So, aber jetzt gehst du bitte. Ciao. Entwickel es und dann wird es besser. Vertrau mir. Du. Ach Mist, ich müsste eigentlich noch meinen Traumvogel beleben. Luxio. Und dann bedroh mich nicht, bitte nicht. Ja, sehr, sehr viele Pokémon haben die Fähigkeit Bedroher. Das ist so eine Standardfähigkeit, habe ich das Gefühl. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl, ist sogar Fakt. Biss. Okay. Setz mal Toxin ein. Könnte hilfreich sein. Das Problem ist, Scorpio hat sich halt noch nicht entwickelt. Ja, es entwickelt sich sehr spät. Deshalb ist es noch nicht in seiner finalen Form, muss man sagen. Deshalb machen wir auch nicht so viel Damage gerade. Leider. Leider noch nicht. Bam! Aber bald schon. Aber jetzt haben wir schon 5 von 6 Pokémon mit uns dabei. Was wird wohl das letzte Teammitglied sein? Was wird es wohl sein? Ich werde keine Tipps geben. Keine. Aber Scorpio ist auf jeden Fall bisher ziemlich nice. Aha, ich hatte nicht die geringste Chance. Ja, hat es auch nicht. Du scheinst ein Talent im Überfluss zu besitzen. Beeindruckend. Ja, danke. Ich weiß. Ich bin schon ziemlich gut, würde ich sagen. Setzen wir Beleber ein. Und auch gleich mal einen Super Trank auf Traunfugel. Ich weiß zwar nicht, wie weit es entfernt ist nach LSCs, aber ich setze trotzdem mal ein. Haben wir hier rechts eigentlich alles gemacht? Alles erkundet? Ich weiß es nicht. Achso, das ist zum Runter. Zum wieder runtergehen. Das war übrigens gerade mein Superschutz. Okay. Ah, an die Stelle kann ich mich sehr gut erinnern. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste ganz genau, bei dieser Stelle überrascht ich mich jedes Mal, dass hier ein Ninja versteckt ist. Jedes Mal überrascht mich das. Einem Ninja stehen jede Menge coole Techniken zur Verfügung. Und deshalb kann ich mich sehr gut an diesen Ort erinnern. Deshalb war es auch ziemlich gut, dass ich mich jetzt geheilt habe. Obwohl ich mir gar nicht mehr sicher war, wie weit es nach LSCs entfernt war. Oder ist. Pudox! Pudox ist auch ziemlich cool. Ich kannte mal einen. Der hatte Pudox als sein Lieblings-Pokémon. Das war sehr, ziemlich interessant. Ja, mehr kann ich nichts zu Pudox. Mehr kann ich nicht zu dem Viech sagen. Ah! Was war das denn für eine Attacke? Die sah ziemlich interessant aus. Animationen, oh mein Gott. Das andere Studio ist besser mit Animationen als die als Game Freak, oh mein Gott. Na gut, ich erzähle euch hier nichts Neues. Giftpuder, ach nö, nee, nicht Giftpuder, sondern eine andere Attacke. Aber ich bin nicht vergiftet und ich glaube, ich kann auch gar nicht vergiftet werden, weil ich ja den Gifttypen habe. Nicht und nicht, nein, ich kann auch nicht Attacken erlernen. Aber ich bin nicht Typ und nicht, ich bin Typ Gift. Ich habe gelernt, okay. Gut. Meine Ninja-Kunst hat bei dir nicht gewirkt. Nö. Irgendwo ganz weit weg von hier soll es einen Arenaleiter geben, der auch Ninja ist. Wie gerne würde ich dort in die Lehre gehen? Cool. Was ist denn hier für ein besonderes Item versteckt? Wir werden es nun herausfinden. In 3, 2, 1. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oder? Oh, Scorpio hat was gefunden. Oh. Eine Grindobeere. Dankeschön. Was war das denn? Okay, egal. Spukball, sehr, sehr gute Attacke. Kann ich nur jedem empfehlen. Hier ist noch ein Trainer. Also egal, wo man lang geht, man muss sowieso kämpfen. Meine massiven Muskeln sind nicht nur Show. Ja doch, du kämpfst ja nicht mit. Deine Pokémon kämpfen mal für dich. Also irgendwie sind sie ja doch Show. Klappe, du kleine Göre.
Oh, oh, ein Maschok. Oh nein, wie ich Angst habe. Ist ja nicht so, als hätten wir vor mehreren Folgen eine Arena gehabt mit ganz vielen von euch Maschoks, die ich alle, naja, fast gewonnen habe. Aber ja, Traunvogel würde ich es gerne geben, aber ich meine, Traunvogel kann es auch so erlernen, deshalb warte ich es erstmal ab. Ich warte tatsächlich erstmal ab, bevor ich es direkt verteile. Wasserdüse! Ich bin nicht so ein großer Fan von Whirlpool, deshalb benutze ich es nicht. Ich mag halt keine Attacken, wo du halt gezwungen bist, im Kampf zu bleiben, ohne zu wechseln. Oh, ey, ich habe meine Muschelglocke weggehauen. Oha! Was soll denn das? Jetzt bleibe ich mit dir im Kampf. Jetzt wird es nämlich personal. Jetzt wird es persönlich. Und wie es das persönlich wird. Ihr wird schon schwindelig. Ich hoffe doch, dir wird schwindelig. Whirlpool, nochmal. Oh mein Gott, ihm wird so schwindelig. Er übergibt sich. Stell den Ball. Dann übergeben die sich den Ball. Eklig, dann müssen die ja die ganze Zeit sitzen. Wer macht das eigentlich sauber? Oh Gott. Habe ich etwa noch nicht hart genug trainiert? Nope. Du musst es entwickeln. Immer noch. Oh. Hi. Schon wieder eine Überraschung. Wir Ninjas tauchen immer da auf, wo man uns am wenigsten erwartet. Wie gesagt, hier in Remake kennt man die kaum. Weil alles so krasse Schattierungen hat. Da sieht man die Löcher von den Ninjas nicht. Ein Liebunkel taucht auf, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Aber ich mache ihm das Leben zur Hölle mit einem anderen Pokémon am besten. Traumvogel zum Beispiel. Hat Psy-Strahl für das Viech. Ich hoffe, es kann nichts gegen mich tun. Ich weiß nicht, was für Attacken Glubunkel erlernen kann. Glubunkel ist auch so ein Kandidat wie Anton, das ich auch schon immer mal in meinem Team haben wollte. Aber ich habe auch in diesem Let's Play überlebt, will ich Glubunkel in meinem Team tun. Das ist ein Gift-Pokémon, was später auch noch einen Kampftypen bekommt. Aber ich habe mich irgendwie dagegen entschieden. So wie mein Team gerade ist, ist es ziemlich gut. Also statt Glubunkel habe ich halt Pionskora im Team. Man muss sich halt manchmal entscheiden. Ist halt manchmal so. Nein, du brauchst dir doch keine Sorgen machen, Traumvogel-Schatz. Bam. Guck, du machst dir alle platt. Kein Problemo. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Level up! Jetzt ist Tricky so weit hinten, meine Güte. Eine unerwartete Niederlage. Meinst du? Hä? Schaut, was du machst. Ja, ich nehme auf. Immer wenn ich mich irgendwo versteckt halte, muss ich daran denken, wie sich wohl meine Pokémon in ihren Pokébällen fühlen. Ja, darüber habe ich auch vorhin geredet. Wer macht eigentlich sauber, was sie da drinnen... Naja, falls sie da drinnen sich mal übergeben sollten oder sonst was. Wer macht das sauber? Machen die das sauber? Kriegen wir das irgendwie aus dem Ball? Muss man den mal waschen alle 7 Tage? Vielleicht. Ich werde dir zeigen, was an Vogel-Pokémon so faszinierend ist. Ah, wieder so ein Vogeltrainer. Ah, das ist eine Frau, oder? Doch, das ist eine Frau. Ups. Kann man ja nicht immer wissen. Sorry fürs Misgendern. Es tut mir leid. Kann man nicht wissen. Bam. Trotzdem muss ich dich zerstören. Was? Das reicht nicht. Das ist doch nur ein Huthuhn. Was will das denn? Warum ist Huthuhn so riesig? Das müsste doch viel kleiner sein eigentlich. Also eine Eule ist doch nicht so riesig. Das müsste... drei Viertel der Größe sein, wie es gerade ist. Was noch? Oh, die Weiterentwicklung. Noctu. Ziemlich cooles Pokémon, wenn ihr mich fragt. Aber ich wurde nicht gefragt, deshalb ist es egal, was ich sage. Bam, Toxin. Das Gift. Mit jedem Schritt. Mit jedem Schritt und Tritt. Na, oder jedem Flügelschlag. Wirst du leiden und ganz viel Gift wird in deine Adern fließen.
So, damit ich dir deinen schmerzhaften Tod nicht noch so schmerzhafter machen muss, verbrennen wir dich mal ganz kurz, okay? Ist das okay für dich? Ja? Hier mal bitte eine Eule akzeptieren. Verstehst du, Eule? Weil es ist eine Eule. Ach komm, egal. Verbrennen. Bam! Was? Ist überlebt? Haben die Noctu gebufft oder so? Ich meine, ich hatte selber mal einen Noctu im Team. Aber. Jetzt. Also. Ist ja mehr oder weniger als gerade ein Gen 8 Spiel. Haben die irgendwann mal irgendwas an Noctu verändert oder. Oder war es immer so, schon so gut und ich habe es nicht gemerkt? Es war ja sogar in meinem Team. Na egal. Wow, da staune ich, nicht schlecht. Es wäre äußerst faszinierend, dich kämpfen zu sehen. Das ist wahr. Ja, das war, oh mein Gott. Ziemlich faszinierend, definitiv. Belebbar ganz schnell. Brrr. Das arme Scorpio kann mir nicht mehr hinterherlaufen, jetzt wo es besiegt ist. Gut, dass wir noch ein paar Belebbar haben. Wir müssen aber definitiv Heil-Items kaufen. Gegen so einen Jungspund werde ich sicher nicht den Kürzeren ziehen. Ich sehe schon, da hinten ist ein Schild. Ich denke, wir sind schon fast an der Stadt angekommen. Andro. Bamelin schickt da raus. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie lang die Folge ist, wegen... Oh, schon wieder auf Null. Wegen dieser einen Sequenz, als ich die VM, TM, was auch immer, holen musste. Aber ich würde sagen, nach dem Kampf hören wir auf. Warst du zweimal? Dein Ernst? Das ist so unwahrscheinlich, dass du nur ein paar Mal machst und nicht die vollen fünf. Ich muss noch mal einmal extra einsetzen. So. Einmal getroffen. Zeig dein nächstes Viech. Giraffarig. Ich weiß gar nicht, was für ein Typen Giraffarig überhaupt ist. Ich meine, es ist... Ich denke immer, es ist Psycho, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, es ist Psycho, aber es kann nur Normalattacken. Ich glaube, so ein Ding ist das. War das nicht so? Bestimmt war das so. Ja, Tüki stimmt mir da bestimmt auch zu. Maschok. Mal wieder das gleiche Prozedere her. Aber ja, in der nächsten Folge wird es bestimmt spannend in Elysees, was uns dort erwarten wird. Ich meine, was wird passieren, nachdem wir den Talisman überreicht haben? Ich meine, irgendwas muss ja dann passieren, oder? Oder endet einfach das Spiel so. Du hast den Talisman überreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das Spiel ist vorbei. Jetzt kannst du eigentlich gerne nach Hause gehen. Und deinen Pokémon deiner Mutter vorstellen. Und hey, dieses Maschok, das kann sich sogar wehren. Merkt ihr das auch? Es wehrt sich. Ziemlich heftig. Doppelschlag. Tschüss. Und danke für den Crit. Hast du noch ein Pokémon? Ich glaube, das war das letzte, oder? Komm schon. Komm schon. Mann, diese ganzen Texte. Ich weiß doch alles. Die Energie der Jugend versetzt mich immer wieder ins Staunen. Ja, die Jugend ist halt faszinierend, was? Irgendwie macht es mich froh, einen jungen Trainer wie dich zu sehen, der mit beiden Beinen im Leben steht. Nicht traurig sein. Like da lassen.